So Leute, kleine Sache vorab, in diesem Video wird die Kawasaki Z100 nicht dabei sein, aus dem Grund, ich möchte die Motorräder nicht alle miteinander großartig vergleichen, und dadurch, dass dieses hier mein erstes großes Motorrad ist, die aber halt eben auch noch gedrosselt ist, gibt es für mich meiner Meinung nach kein geileres Bike gerade, und ja, deshalb ist die auf Platz 0 bzw. einfach ja nicht in der Liste dabei. Ja, macht ja irgendwie auch nicht so Sinn, weil sie ist gedrosselt, und ja, ich hoffe, ihr könnt es irgendwo nachvollziehen, was ich meine, ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine, das weiß ich. Also viel Spaß mit dem Video, Leute. Ach ja, Leute, wir sind im wunderschönen Frankreich unterwegs, in der Nähe vom Rhein, in der Nähe von der Grenze, in der Nähe von der Rheinbrücke. Und ich möchte noch ein zweites Video jetzt aufnehmen an diesem wundervollen Montag, Ostermontag, in dem wir einfach mal über meine Top 5 Motorräder sprechen. Ja? Da werden Motorräder dabei sein, die ich noch nicht gefahren bin, von denen ich noch nicht so viel Ahnung habe. Aber das, was ich über die Motorräder weiß, ja, mir einfach Gründe gegeben hat, die jetzt einfach in meine Top 5 mit reinzupacken. So Leute, auf Platz 5 befindet sich die KTM Duke 890R. Warum so ein Motorrad? Ist relativ einfach. Ihr wisst, ich bin ein Fan von Vierzylindern. Aber seitdem ich die 390er Probe gefahren bin von KTM, habe ich entdeckt, dass so ein, ja, es ist ein Einzylinder. Aber ich bin ja auch mal die 650er von Kawa gefahren, genau wie die 650er von Suzuki. Und ich muss sagen, ich habe gemerkt, so ein Zweizylinder ist echt geil. Und diese 890er, ich hatte mir wirklich viel Zeug über die angeguckt. Und ich muss sagen, dieses Motorrad ist geil. Soundtechnisch, fahrwerktechnisch, vom Motor komplett ausreichend. Also dieses Motorrad ist wirklich Bombe. Das Motorrad ist wirklich Bombe. Und deswegen ist es auf Platz 5. Vom Design her gefällt es mir ebenfalls, und ich würde mich auf jeden Fall freuen, dieses Motorrad mal Probe zu fahren. Warum ist es jetzt keine 1290er? Leute, so ein Teil könnt ihr halt auch nicht ausfahren. Ja, eine 890er, die kann man noch so ein bisschen ausfahren quasi, aber so eine 1290er zum Beispiel, da geht halt gar nichts mehr. Und deswegen eben die 890er Duke hat in meinen Augen eben auch genug Hubraum für den Zweizylinder. Und somit, ja, auf jeden Fall verdient, dass es überhaupt auf der Liste ist, ja. So, Leute, Platz 4 ist ein Dreizylinder. Ein japanischer Hersteller namens Yamaha. Und zwar die MT-09. Leute, ich muss euch mal eine Sache sagen. Ich mag zwar Supersportler auch, aber ich bin derzeit echt noch überzeugter Nakedbike-Fahrer. Die MT-09, das Einzige, was mir halt an der leider nicht gefällt, das ist halt die Lichtmaske. Aber ihr müsst euch mal anschauen, die MT-09 SP zum Beispiel mit dem Öl ins Fahrwerk und allem. Dieses Motorrad ist so geil. Klangtechnisch ein absoluter Traum. Und alles außer die Lichtmaske ist ein absoluter Hingucker. Also dieses Motorrad ist wirklich geil. Ich würde mich mega freuen, wenn ich die mir irgendwann sogar mal gönnen könnte. Ja, aber die Lichtmaske, ja, es ist halt so der einzigste Kritikpunkt, den ich habe, ne? Die gefällt mir halt einfach nicht. So, das ist halt eben so der einzigste Punkt. Aber ansonsten verdient der Platz 4. Mega geiles Motorrad. Dreizylinder, mal was ganz, ganz anderes. Brutal. Hab's auch schon gehört. Das Bike ist geil. Das ist geil. Auf Platz 3 haben wir die Aprilia. So, welche Aprilia befindet sich auf Platz 3? Das wäre die Tuono. Ja, die große Tuono. Warum so ein Motorrad? Klangtechnisch ist dieses Motorrad etwas, wo ich einmal hören wollte. Wirklich. Sowas muss man einfach einmal gefahren sein, einmal gehört haben. So einen räudigen Sound, ohne Scheiß, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Da kann Yamaha R1 mit ihrem Crossbay-Motor einpacken gehen, meiner Meinung nach. Diese Tuono, die ist absoluter Killer. Wirklich. Aprilia ist ja sowieso ein Hersteller, wo halt wirklich auch vom Design her, von der Optik her, sehr, sehr geile Motorräder herstellt. Und somit ist sie eben vom Aussehen her auch übertrieben geil. Mit diesem Aprilia-Logo übers ganze Moped gezogen. Das sieht so extrem geil aus, Leute. Ich finde, das hat einfach was. Das hat was, und es darf sich auf jeden Fall sehen lassen. Und dann machst du einen anderen Endtopf dran, Lenker in den Spiegel, und dann bist du bedient. Dann bist du bedient und glücklich. So sehe ich das.
Natürlich auch noch andere Blinker, ne? Aber dieses Bike, ohne Spaß, das ist einfach brutal geil. So, es wird jetzt schon mal ein bisschen spannender, denn wir kommen jetzt zum Platz 2. Platz 2 ist tatsächlich eine Kawasaki. Und zwar ist es die einzigste Supersportler, auf die ich wirklich mal richtig Bock hätte. Es ist die Kawasaki Ninja 636. Ein Motorrad, was so extrem geil aussieht. Meiner Meinung nach eines der schönsten Supersportler in der 600er Klasse. Zudem eines der Supersportler in dieser Klasse, die sich am wirklich geilsten anhören, die einen phänomenalen Motor besitzen und einfach extrem viel Spaß machen. Also so ein Motorrad ohne Scheiß als Zweitmotorrad für den Schwarzwald mal, ey, das wäre brutal. Das wäre nicht nur brutal, das wäre ein absoluter Traum. Also wenn eine Supersportler, Leute, dann auf jeden Fall die Ninja 636. Auf jeden Fall. Lasst es mich auf jeden Fall wissen, wenn ihr meine günstige seht. Ja? Ich habe letztens, glaube ich, für 9.000, nee, für 11.000, glaube ich, eine gesehen im Internet. Brutal. Fährt mal 7.000 Kilometer runter. Brutal, wirklich. Und auch schön mit einer LED-Frontmaske vorne. Leute, einfach ein absoluter Dream, ehrlich. Auf jeden Fall verdient er Platz 2. So, ihr wisst, ich liebe rein Vierzylinder und dann noch Naked Bikes. Platz 1 ist von BMW die S1000R. Mega brutales Motorrad. Ist sowieso, ich finde BMW so geil als Hersteller. Die verbauen wirklich so extrem zuverlässige und hochwertige Komponenten. Das ist brutal. Das finde ich, kriegt kein Hersteller so geil gemacht, meiner Meinung nach, wie BMW. Und dieser Reihenvierzylinder, Leute, der ist der absolute Killer. Dieser Motor, der ist so brutal, der ist so brachial, das ist nicht normal. Der ist so heftig und bei so einem Motorrad, ja, bei der machst du einfach nur einen SA Project Auspuff dran und es ist vorbei. Es ist komplett vorbei. Die knallt, die scheppert, die ist laut, das ist geil. Die ist nicht dröhnend laut, wo man sich denken würde, oh, es nervt langsam oder es wird langsam ein bisschen anstrengend. Nein, dieser reine Vierzylinder ist so smooth und so pornorös einfach vom Sound. Das ist brutal. Deswegen ist dieses Motorrad auf jeden Fall meiner Meinung nach verdienter Platz 1. So Leute, ich hoffe, das hat euch auf jeden Fall gefallen, das Video. Es war ein Zuschauerwunsch. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Seid gerne bei meinen Streams dabei und schaltet zum nächsten Video ein. Seid auch beim Tanken vorsichtig. Bis zum nächsten Video. Ciao.